Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Bloodborne. Wir haben uns in der letzten Folge eine Abkürzung in den Kathedralenbezirk geschaffen und es tatsächlich geschafft, hier auf diese Plattform zu droppen, auf der wir eine Tür geöffnet haben, die uns jetzt in die verlassene alte Werkstatt führt. Ich weiß gar nicht, ob hier auch Gegner sind. Den Bereich habe ich tatsächlich erst einmal überhaupt betreten. Entsprechend weiß ich nicht ganz genau. Sollte euch aber bekannt vorkommen, das Gebiet hier. Ist nämlich eine Realwelt-Nachbildung des Jägertraums. Da haben wir nämlich Puppenkleider und die sind zwar nicht überragend, aber wir werden sie einfach mal anlegen. Wie man sieht, die Abwehr ist für ein Poppes, aber es sieht ganz cool aus. Und entsprechend laufen wir jetzt einfach mal eine Zeit lang in dem Outfit rum. Wir werden nur wahrscheinlich keinen Bosskampf damit machen. So, einen alten Jägerknochen, das ist ein altes Jägerwerkzeug, das wir wunderbar verwenden können. Ein Drittel einer Nabelschnur, da hatte ich ja schon mal, glaube ich, gesagt, die braucht man, um einen geheimen Boss freizuschalten. Drei Stück davon. Das werden wir aber in dem Let's Play nicht machen. Eine verlassene Puppe, die kennen wir. Was haben wir hier? Ein Stein, ein Grabstein, können wir nicht lesen. Okay. Wir machen einmal hier die Lampe an. Und dann gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Dürfte aber eigentlich, glaube ich, gar nicht so viel hier zu finden sein, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, das Wichtigste haben wir, nämlich den alten Jägerknochen, den ich dann auch gleich einmal direkt ausstatten werde. Der kommt nämlich hier unten rein. Wo ist er? Der alte Jägerknochen beschleunigt Rollen und schnelle Schritte, das heißt, wir können damit besser ausweichen. Ich höre irgendwas jammern hier. Aber ich glaube, dass tatsächlich in dem Gebiet keine Gegner waren. Und was einem vielleicht auffällt, in Jägertraum könnten wir hier hinten noch langlaufen, das können wir jetzt eben nicht. Und hier führt auch nur ein Weg raus. Ja, effektiv, ich weiß gar nicht, ob wir uns da vorne droppen können. Können wir mal ausprobieren, wie gesagt, wir haben ja kaum Blutechos. Wäre also nur halb so tragisch, wenn wir dabei drauf gehen. Und zwar. Ah doch, wunderbar, können wir hier einfach runter. Und dann hier drauf. Zack. Und dann lassen wir uns hier einmal rollen. So ein bisschen Schaden. Dann können wir uns jetzt hier nochmal das Gebiet ein wenig anschauen. So, mit dem Typen haben wir ja schon gesprochen. Hier einmal wieder die Krähen holen. Dankeschön. Dann holen wir uns hier den Typen da vorne. Hallo Jungs, ihr dürft kommen. Komm, 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 komm. Haben wir das Hündchen gleich mit erwischt? Ja, du stirbst jetzt auch. Dankeschön. Jetzt muss ich mich dann doch mit dem Sackträger anlegen. Was hoffentlich gut geht. Die sind tatsächlich leichter mit der Ludwigsklinge zu besiegen. Und wenn die so aufgeputscht sind, dann werden die richtig tricky. Dann haben die nämlich noch ein paar neue Tricks drauf. Nein, das wollte ich nicht. So. Einmal heilen, damit wir gleich weiter können. Blutsteinscherbe. Wie gesagt, ich muss mich irgendwann von einem von denen töten lassen. Also, ich glaube, effektiv muss ich mich von dem hier töten lassen. Der andere, den wir vorhin gesehen haben, kommt, glaube ich, nicht in Frage.
Aber wir müssen uns hier vorne noch ein bisschen umschauen. Aber hier kommt noch mal das Hündchen. Es gibt nämlich tatsächlich noch was zu holen hier. Wobei auch das sehr gefährlich ist. Es gibt nämlich noch einen Gegnertyp, meinen neuen hier, den wir nicht so ohne weiteres besiegen werden. Der mich wahrscheinlich sogar einfach mal auseinander nimmt. Schleimiges Ding, ja. Der Typ sitzt nämlich da. Und der ist überhaupt nicht angenehm. Der stiehlt uns nämlich tatsächlich Einsicht. Ich weiß es nicht, ob es sich lohnt, für das Item eventuell eine Einsicht zu verlieren. Wir gucken mal, wir haben, glaube ich, noch keinen Molotow ausgestattet. Und bei dem ist es auch tatsächlich so, egal was wir tun, der tötet uns mit einem einzigen Angriff im Zweifel. Wir hauen mal den Molotow dran. Ah, okay. Das hätte ich nicht erwartet. Jetzt kann man sich die hier schön angucken. Die haben so ein bisschen was Cthulhu-eskes. Schwer gefährlich. Und gibt einen Feuerblut-Edelstein. Na gut. Können wir unsere Waffe mit Feuer infusen. Gut. Aber dann haben wir den Bereich hier erst einmal abgehakt. Den sollte ich mal vielleicht wiederholen. Ja. Die brauchen ein bisschen. Hallo. Und Dankeschön. So, dann droppen wir uns jetzt wieder hier. Und dann müssen wir... hier einmal hoch. Da gibt es, meine ich, einmal einen kleinen Loot. Und ich glaube, hier müsste noch ein Typ irgendwo versteckt sein. Oder auch nicht. Betäubende Nebel. So, da kann ich mich droppen. Und droppen. Ich weiß gar nicht, führt mich das zu irgendwelchem Loot, wenn ich mich hier droppen lasse? Ich meine, man kann es ja mal versuchen, ne? Ja, komm, wir versuchen es mal. Für die 3000. Egal. So, müssen wir mal ein bisschen schauen, ob da irgendwo Gegner sind, die wir vielleicht nicht direkt sehen. Schwarzer Botenzylinder. Zeit für Überfälle, hinter euch und Schatz voraus. So, genau, ich würde mich jetzt auf das Dach auch noch fallen lassen. Statt eben hier runter zu gehen. Gucken wir mal. Da kommen wir nämlich ja sonst auch nicht drauf. Da lang geht's nicht. Da vorne liegt halt noch der Loot, den wir, wofür wir an den Sacktypen vorbei müssen. Und hier ist tatsächlich gar nichts. Das ist ja faszinierend. Nicht. Okidoki. Das bedeutet, dass wir einmal in die Kirche gehen. Und da fällt mir nämlich noch was anderes ein. Bevor wir nämlich in die Kirche gehen, müssen wir uns noch mit jemandem anlegen. Wow, wow, wow. Oh, ich überlege gerade, ob wir genug Kaltblut haben, um 20.000 zusammenzukriegen. Aber ich glaube, das wird nicht reichen. Das sind, glaube ich, hier 2.000, 1.500, 1.500, irgendwie so. Das wird nicht reichen. So, jetzt sind wir nämlich einmal, dadurch, dass wir es geschafft haben, den oberen Kathedralenbezirk zu erreichen, zum Grab Oedons zurück, da, wo wir gegen Pater Gascoigne gekämpft haben. Und ich habe die falsche Ausrüstung an, für das, was jetzt folgt.
Aber nun gut, lässt sich nichts dran ändern. Müssen wir jetzt durch. Ich hoffe, es ist auch schon soweit und ich muss nicht erst noch einmal hochlaufen. Es müsste eigentlich gereicht haben, dass ich eben die Abkürzung freigeschaltet habe. Und ist es so? Reicht es? Ne, es hat noch nicht gereicht. Okay. Ich hatte ja mit Evelyn der Krähe gesprochen. Ich glaube, Evelyn hieß sie. Ja gut. Hat noch nicht gereicht. Das heißt, wir müssen einmal erst oben rein und vielleicht auch erst den Weg freischalten. Wobei, ich glaube, den Weg noch nicht. Ich glaube, wir müssen einfach nur oben rein. Dann werden wir nämlich hier angegriffen. Ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt. Ist ja auch nicht wichtig. Auf jeden Fall kommen uns dann die Krähe zur Hilfe. Wir besiegen zusammen den Typen. Und dann kann ich Evelyn nämlich im nächsten Bosskampf mitnehmen. Irgendwie sieht das seltsam aus, wenn die da mit dem Puppenkleid so komisch rennt. Ich will das Puppenkleid nicht mehr. Schwarze Kapuze ist jetzt auch nicht so der prickelnde Hit. Die Jägermütze, der Zylinder. Der Zylinder hat eine höhere Stumpfabwehr. Das ist ja blöd. Nehmen wir die Jägermütze. Ist die beste, die wir haben. Das Kaskoin-Gewand. Das versenkte Gewand ist nochmal eine Spur besser. Zumindest gegen Blut und Feuer. Das normale Jägergewand ist gegen Blut nochmal etwas besser und gegen Blitz. Gascoigne hat dafür überall so ein bisschen was besser. Da geht Feuer nur um 30 runter. Gehen wir doch wieder auf Gascoigne. Jägerhandschuhe. Und auch hier sind Gascoigne wieder etwas besser. Gut, dann soll das jetzt erstmal wieder unser Outfit sein. Auch wenn man natürlich nicht erkennt, dass ich eine Frau bin, dann. Zack, gehen wir mal das hier. Wir sehen etwas für das Licht. Über den Jordan. Und dann wollen wir uns den krallen. Wobei, da bist du eigentlich. Kommt der die Treppe runter? Sieht nicht so aus. Hallo Freund. Komm her, Currywurst. Freund Currywurst. Ich möchte ganz gerne eben den Loot haben, der hinter dem ist. Boah, jetzt ist er dann gefährlich. Wir haben vorhin schon gesehen, dass der uns mit einem Schlag ganz ordentlich zusetzen kann. Und jetzt, wo er so aufgepumpt ist, ist das natürlich noch ein bisschen härter. Der hat nur den Sack vom Rücken geholt. Das war schon gefährlich genug. So, mal wieder zwei Blutsteinscherben. Dann können wir uns jetzt hier den Loot holen. Nochmal Wissen des Verrückten. Dann gehen wir die Treppe hoch. Muss mir zwischendurch einen Blick auf die Uhr werfen, ob wir noch einen Termin. Hallo Freund. Er ist da weg. Weiter weg. Bisschen was an Blutvieh holen. So, und dann war es, glaube ich, für den alten Jäger einmal hier hoch. Doch nicht. Muss ich für den alten Jäger erst den Weg freischalten? So, die mit der Sense, den möchte ich eigentlich noch nicht angehen. Das ist interessant. Hier müsste man eigentlich einen alten Jäger beschwören können. Aber es wird wahrscheinlich daran liegen, dass wir erst das Tor öffnen müssen. Ich weiß nicht, ob es schon reicht, das Tor hier zu öffnen. Muss aber schauen. So, dickes Kaltblut. Öffnen wir mal erstmal das hier.
Ah, hallo Leute. So, der erste ist hinüber. Und den zweiten kommen wir jetzt auch weg. So. Hier können wir ganz viel Einsicht abgreifen. Also Wissen eines Verrückten effektiv. Müssen aber auf die Riesen achten. Hier herumpatrouillieren. Die uns nämlich ganz ordentlich einen auf die Ömme geben können. Die kennen wir ja schon. Da vorne liegt noch eins. Gut, dass der ein bisschen langsam ist. Das ermöglicht es uns, hier ein wenig umzuschauen. Das liegt außerhalb. Zack. Können wir uns hier noch was wegholen. Dickes Kaltblut. Und dann können wir jetzt hier den Weg öffnen. Und ich hoffe... wir dann jetzt das Event austriggern können, von dem ich vorhin gesprochen habe. So, den hier hatte ich ja schon von der ganzen Zeit einfach einmal weggesperrt. Hallo. Hier waren wir ja auch schon. Dann können wir jetzt einmal noch mal schauen, ob wir das Event jetzt triggern können. Schwertjägerabzeichen, eines von der Heiligen und Kirche hergestellte Abzeichen. Das Silberschwert ist das Symbol eines Jägers der Kirche. Ludwig war der erste von vielen Jägern der Heiligen Kirche. Und dessen Schwert wollen wir haben. So, auch mal. Funktion derzeit nicht verfügbar. Ja, dann können wir das jetzt machen. Gut, dann gehen wir über den Kathedralenbezirk dahin zurück, alles klar. Ich dachte, ich kann da hinreisen. Aber dann geht das im Moment nicht. Dann ist da gerade der Kampf im Gange. Ich hatte tatsächlich bei meinem normalen Charakter das Glück, dass ich mich dahin geportet habe und genau dann das Event irgendwie getriggert wurde. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass ich da porten konnte, aber na gut. Das werden wir in dieser Folge noch erledigen und dann soll es das auch schon gewesen sein. Ich hoffe, dass ich das erledigen kann. Der ist nämlich ja nicht leicht. Der ist schön schnell. Schön ist relativ. Also der ist schnell. Und teilt dabei auch ganz ordentlich aus. Dafür müssen wir jetzt hier runter. Mal gucken, ob wir das gebacken kriegen. Zack. Müsste da unten eigentlich irgendwo auf uns warten. Hier liegt wieder die Mutter noch. Da ist er. So, den kann ich aber auch tatsächlich wie Pater Gascoigne bekämpfen. Weil der noch gerade den Nachteil hat, da ist Evelyn. Die ist schon eine deutliche Hilfe, wie man sieht. Die ist extrem schnell und hält den ganz ordentlich auf. Und dann nehmen wir ihn hier mal wieder den Doppelschlag verpassen, haut die den dann ganz schnell mal weg. Und dann haben wir den erledigt. So, oh gut. Ging jetzt so schnell. Da können wir uns aber das Erbe aufziehen und dann können wir mit ihr reden. Das wäre nicht nötig gewesen. Aber ich danke euch trotzdem. Wir haben es geschafft und sind am Leben.
Ihr seid gar nicht schlecht. Dann habt ihr wohl auch Gascoigne erledigt. Ja. Er war nicht mehr er selbst. Es musste wohl getan werden. Aber versucht euch die Hände nicht schmutzig zu machen. Eine Jägerin sollte Bestien jagen. Überlasst das Jagen der Jäger mir. So, eine neue... Versucht eure Hände, überlasst... eine neue Liste. So, jetzt habe ich aber definitiv genug, um mit dem dicken Kaltblut auf 20.000 zu kommen, um mir Ludwigs Klinge zuzulegen. Und ich möchte ganz gerne die Runen einsetzen. Ich verstehe nicht, warum ich die nicht verwenden kann. Schauen wir nochmal kurz rein. Hier, Kommunion, Formlöser, Odeon. Eingeweideangriffe geben mehr Blutechos, Transformationseffekte fördern, höherer Blutfiolen Maximalwert. Ich weiß nicht, warum ich die nicht verwenden kann. Die kommen halt in den blauen Slot. Wir gehen jetzt einmal. Ja, wir gucken erstmal. Doch, müsste aber eigentlich. Müsste das locker passen. Mehrfach verwenden. Das sind 5, 4. Ah, ja, aber instant. Ey, also easy. Also. Ja, aber. Da haben wir Traum des Jägers. Wir holen uns Ludwigs Klinge. Die macht echt Spaß tatsächlich. Na, so, Jungs. Hallo. Ich möchte gerne Gegenstände erlangen. Ja, und zwar habt ihr hier eine nette Waffe, die nennt sich Ludwigs Heilige Klinge. Vielen lieben Dank dafür. Mehr können wir hier nicht holen, was wir irgendwie bräuchten. Mal kurz, ob wir die auch vielleicht direkt schon aufwerten können. Und wir können einmal bei den Einsichtboten nachschauen, was wir denn da Schönes haben. Finster nachher eine Glocke ist relativ uninteressant. Da haben wir ein paar neue... Hendrik ist... Genau, Hendrik hieß der Gute, den wir dann gerade vernichtet haben. Und hier noch die Aschenjäger-Geschichte. Mir fehlt nach wie vor so eine Vergleichsoption, dass man sich genau angucken kann, was man da aktuell drauf hat. Aber es lässt sich leider nicht ändern. So. Wir wollen an die andere Werkbank. Und wollen einmal Waffe reparieren. Unsere Jägeraxt, das können wir einmal machen. Waffe verstärken. So, für die Jäger brauchen wir Zwillingsblutsteinscherben. Und hier brauchen wir Blutsteinscherben. Und die haben wir. Machen wir Stufe 2. Machen wir. Und wir brauchen nochmal 300, damit wir auf Stufe 3 gehen können. Dann haben wir die auf der gleichen Stufe wie unsere Axt, und das ist kein Problem. Dafür nehmen wir einfach mal das kleine Kaltbluttau. Dankeschön. Waffe verstärken. Auch hier wieder Ludwigs Heilige Klinge. Und Blutedelstein-Verstärkung. Wir haben keine neuen für unsere Jägeraxt, aber wir können jetzt Ludwigs Heilige Klinge einmal aufwerten. Und zwar können wir hier einmal die 1,6 reinnehmen und die 1,4. Damit haben wir jetzt 130 plus 33 physischen Schaden auf Ludwigs Klinge und 125 plus 24 auf der Jägeraxt. Das heißt, die macht grundsätzlich erstmal etwas mehr Schaden. Skaliert auch, wie man sieht, etwas besser. Ne, CDC, die andere DED. Nichtsdestotrotz ist von der Funktion her oft die Jägeraxt die etwas bessere Wahl. Die meisten und die wenigen, die an die Oberfläche gefunden haben, gingen in den Händen der Menschen verloren. Die Jägerwerkzeuge. Doch wenn die alten Jägersagen wahr sind, wird einer der heiligen Kelche im Weiler im Tal angebetet. Doch dort herrscht Chaos. Er wurde niedergebrannt und verlassen aus Furcht vor der Plage. Und beherbergt nur noch Bestien. Der perfekte Ort für Jäger findet ihr nicht. Ja, nein. So, genau, hier konnte man in der alten Jägerwerkstatt eben nicht langlaufen.
Wir gönnen es jetzt, damit wir hier einmal... nehmen wir das Uhrenfest. Zeig mal her. Das sieht ja dämlich aus. Ich glaube, meine haben... Also bei meinem Hauptcharakter haben den Zylinder. Wir nehmen den schwarzen Zylinder. Wunderbar. So. Das ist doch gut. Ja, ich könnte natürlich jetzt auch einmal die neue Waffe demonstrieren. Die rüsten wir nämlich hier aus. Ludwigs heilige Klinge. Ist erst einmal nur ein kleines Schwertchen. Damit kann man nur ein paar ganz nette Attacken machen. Hier, die ist ganz gut, diese Stichattacke. Und zweihändig wird es dann zu einem schweren Zweihänder. Mit weit ausholenden Schwüngen. Und auch hier die Stichattacke. Die macht tatsächlich richtig ordentlich Schaden. Schmeißt Gegner dann noch zurück, was die Kleine eben nicht kann. So, dann begeben wir uns jetzt nochmal wieder in den Kathedralenbezirk. Und dann ist unser nächster Weg vielleicht schon zu Vika Amalia. Möglicherweise mache ich aber auch noch einen Umweg. Da muss ich dann erstmal schauen, je nachdem, wo mir gerade die Lust nachsteht. Denn wir haben noch ein bisschen was anderes zu erledigen, bevor wir zu Vikarin müssen. Ja, da muss ich mal schauen. Da gibt es paar viele Gegner auf dem einen Weg, aber den machen wir vielleicht. Wie auch immer, für diese Folge soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Stöffel.